Herzlich willkommen an der Hafenstraße. Die Winterpause in der Regionalliga ist endlich vorbei und unser RWE startet gleich mit einem Heimspiel in die Restrunde. Zu Gast an der Hafenstraße ist dabei der Bonner SC. Im Abschlusstraining zog sich Marcel Lenz einen Muskelfaserriss zu, so feiert Robin Heller sein Comeback im Tor. Zudem fehlen auch Kevin Grund und Kamil Bednarski im Kader. Beide haben noch Trainingsrückstand. Trotzdem steht eine schlagkräftige Truppe auf dem Rasen, die an die guten Ergebnisse vor der Winterpause anknüpfen will. Beide Mannschaften merkt man zu Beginn des Spiels die lange Pause an, so kommt erstmal nicht der große Spielfluss auf. Wir starten dann mit diesem Angriff unserer Essener. Die Flanke von Dennis Malura findet zwar noch keinen Abnehmer, aber Tolga Kokosan bringt ihn direkt zurück auf das Tor und da ist Kai Bröger. Der wurde aber noch gestört und bringt so den Ball nicht ganz auf das Tor. Da wird zwar kurz reklamiert für einen Elfmeter, war es aber dann doch wohl zu wenig. Die Bonner befinden sich als Tabellen-14. Ja mitten im Abstiegskampf, haben dann aber diesen Eckball. Der kommt gut, geht dann aber am Pfosten vorbei. Nico Perry war es wohl, der mit dem Rücken den Ball in Richtung Tor brachte. Unser RWE will von hinten heraus aufbauen. Dann muss Robin Heller den Ball aber doch lang nach vorne schlagen. Dort kommt es dann zum Pressschlag zwischen Somur und Bröger, der den Ball unglücklich auf Marcel Kaiser bringt. Der hat freie Bahn und verfehlt das Tor dann aber doch. Da war er wohl selbst überrascht, dass er da plötzlich so zum Abschluss kommen kann. Nach 20 Minuten ist RWE dann aber deutlich besser im Spiel. Dieser Freistoß von Benjamin Bayer kommt direkt aufs Tor. Doch Alexander Monat hat den Ball sicher. Wenig später treibt dann Dennis Malura das Spiel über die rechte Seite an. Da legt Bröger auf Platzecke ab, der verzieht hier nur ganz knapp. Das hätte schon die Führung sein können. Ein richtig schöner Versuch unseres Mittelstürmers. Jetzt ein Freistoß für RWE. Nico Lukas, der heute auf der linken Offensivseite aufläuft, macht das und er macht es gut und findet den Kopf von Marcel Platzecke. Aber wieder kommt der Ball nicht aufs Tor. RWE bleibt aber dran. Wieder nur 3 Minuten später ist es Benjamin Bayer, der sich hier ein Herz fasst und mal einfach draufhält. Aber auch der Versuch landet in den Armen von Alexander Monat. Und in dem Rhythmus geht es weiter. Die Jungs von der Hafenstraße drücken nun und wollen das Tor. Kai Bröger setzt sich hier schön durch, kommt in den 16er und macht das stark. Monat hält aber wieder. Der war ganz stark gehalten. Kai Bröger hatte da wunderbar flach abgezogen. Zwischen Bröger und Monat entwickelt sich hier nun ein kleines Privatduell. Kai Bröger mit dem schönen diagonalen Laufweg profitiert dann von der Klasse. Weiterleitung von Nico Lukas. Dadurch ist er plötzlich frei vor Monat, aber scheitert erneut am Bonner Schlussmann. So langsam ist es echt zum Verzweifeln. Als dann kurz vor der Halbzeitpause Timo Brauer auch den Schlussmann nicht überwinden kann, ist es amtlich, dass es mit 0:0 in die Pause geht. Unser RWE konnte sich leider für 20 starke Minuten zu Ende der ersten Halbzeit nicht belohnen. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten probiert es hier Kai Bröger nochmal aus der Distanz. Der große Druck auf das Bonner Tor ist aber leider nicht mehr so vorhanden wie kurz vor der Halbzeitpause. Aber vielleicht hilft dann ja mal ein Standard. Timo Becker kommt mit dem Kopf hier an den Eckball, bringt ihn aber nicht im Tor unter. Und dann schaffen es die Bonner auch diese Situation zu bereinigen. RWE bestimmt weiterhin aber das Spielgeschehen. Jetzt schaltet sich auch Jan-Steffen Meyer mit der Offensive ein. Nach dem Doppelpass mit Nico Lukas probiert er es hier einmal und bekommt dann noch eine zweite Chance. Aber wieder ist ein langes Bein dazwischen und lenkt den Ball ins Tor ab. Von den Gästen aus Bonn ist schon länger nichts mehr nach vorne gekommen. Nun kommen sie hier über rechts. Marcel Kaiser bekommt den Ball und flankt ihn herein. Und da ist tatsächlich Somua frei vor Heller und drückt den über die Linie. Das gibt's doch nicht, was eine bittere Pille. Das war ein Missverständnis in der Defensive. Timo Becker lässt den Ball durch, hat wohl Heller in seinen Rücken erwartet. Stattdessen steht da Daniel Somua, der dann keine Probleme mehr hat, den Ball zu verwerten. Doch RWE stemmt sich im Anschluss gegen die Niederlage. Benjamin Bayer mit dem Freistoß. Marcel Plätze kann den Ball nicht kontrollieren, bleibt aber dran und macht ihn nochmal scharf. Malura mit dem Kopf auf der Linie. Rettet ein Bonner. Der Ball will heute einfach nicht rein. Das darf doch nicht wahr sein. Es laufen dann schon die Schlussminuten. Unsere Rot-Weißen werfen alles nach vorne.
Der Ball kommt hoch vor das Tor und so kommt Bayer von der Strafraumgrenze zum Schuss. Aber auch dieser Versuch unseres Kapitäns wird noch von einem Verteidiger am Tor vorbeigelenkt. Das war die letzte Chance des Spiels. Am Ende bleibt es bei der unglücklichen Niederlage. Es sollte heute einfach kein Tor gelingen, da das Nachholspiel beim Wuppertaler SV am Mittwoch schon abgesagt wurde. Bleibt nun eine Woche Zeit, sich neu zu sammeln und dann kommenden Samstag beim SC Wiedenbrück wieder anzugreifen. Bis dahin, der RWE.